Hier eine Extremwertaufgabe. Im Dachboden dieses Hauses möchtest du ein quaderförmiges Zimmer einrichten mit möglichst großem Rauminhalt. Dieses Dreieck A, B, C ist gleichseitig. Frage: Welche Maße wählst du für dein Zimmer und welcher wird dieser maximale Rauminhalt sein? Wir können diese Aufgabe sofort reduzieren auf eine zweidimensionale Aufgabe. Hier ist das gleichseitige Dreieck ABC und in diesem Dreieck möchten wir ein Rechteck so eintragen, so dass der Flächeninhalt von diesem Magenta-Rechteck maximal wird. Was hier variiert, ist die Länge von dieser grünen Strecke x und wir werden diese Länge so wählen, dass der Flächeninhalt von diesem Magenta-Rechteck so groß wie möglich ist. Für diese gewählte Distanz x beträgt der Flächeninhalt 7,64. Wenn ich x noch etwas größer nehme, dann wird der Flächeninhalt kleiner. Wenn wir x noch etwas kleiner nehmen, da wird er wieder größer, größer. Hier ist er 7,79. Und wenn wir x noch kleiner nehmen, wird er wieder kleiner. Also werden wir irgendeine Distanz x bestimmen können, für die dieser Flächeninhalt maximal wird. Und dazu brauchen wir zuerst den Flächeninhalt von solch einem Rechteck. Das ist natürlich die Breite mal die Länge. Diese Breite, das sind diese 6 Meter, die da angegeben werden, minus dieses x, minus dieses x. Also diese Breite, das ist 6 minus 2x. Und diese Länge nennen wir y. Somit sehen wir also, dass der Flächeninhalt von diesem Magenta-Rechteck so ausgedrückt werden kann. Es ist diese Breite 6 minus 2x mal diese Länge y. Aber x sowie auch y variieren in unserer Aufgabe. Also versuchen wir diese Variable y anhand der Variablen x auszudrücken, so dass nur noch eine Variable übrig bleibt. Und das können wir schön machen in diesem rechtwinkligen Dreieck. Die eine Kathete misst x, die andere Kathete misst y und dieser Winkel beträgt 60 Grad, weil es ja ein Winkel von einem gleichseitigen Dreieck ist. In diesem rechtwinkligen Dreieck gilt, der Tangens von 60 Grad ist gleich zur Gegenkathete y geteilt durch die Ankathete x, also so. Jetzt setzen wir dieses x noch zur anderen Seite, wo es multiplizieren wird, und somit finden wir, dass y gleich ist zum Tangens von 60 Grad, das heißt Quadratwurzel aus 3 mal x. Und so können wir hier dieses y durch Wurzel 3 mal x ersetzen und haben somit den Flächeninhalt von diesem Magenta-Rechteck mit der einzigen Variablen x ausdrücken können. Wurzel 3x verteilen wir noch auf diese Klammer und so sehen wir, dass diese Funktion a in x ausgedrückt minus 2 Wurzel 3x Quadrat plus 6 Wurzel 3x ergibt. Da wir von diesem Flächeninhalt ein Maximum suchen, werden wir den Flächeninhalt ableiten und von dieser Ableitung eine Zeichentabelle erstellen. Die Ableitung von diesem Binom zweiten Grades ergibt minus 4 Wurzel 3 mal x plus 6 Wurzel 3 und dieses Binom ersten Grades wird 0 bei 1,5. Und somit können wir leicht die entsprechende Zeichentabelle erstellen. Hier wurden sofort diese zwei Werte 0 und 3 eingetragen und hier senkrechte Striche gezogen. Warum? Der kleinstmögliche Wert für x, das ist die 0, aber dann ist kein Zimmer mehr da und ein negatives x macht keinen Sinn, weil es keine negativen Distanzen gibt. Der größtmögliche Wert für x, das wäre 3, so, aber das ist für ein Zimmer ebenfalls nicht geeignet
Und alle x-Werte größer als 3 haben mit unserer Aufgabe gar nichts zu tun. Jetzt schreiben wir die Zeichenzeile für A' von x. A' von x wird 0 bei 1,5, also schreiben wir da eine 0 hin. Rechts von dieser 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also Minus, und links von dieser 0, also da, entgegengesetzt. Somit haben wir diese Zeichenzeile. Wie gerade gesehen, alle x-Werte kleiner gleich 0 ergeben keinen Sinn und alle x-Werte größer gleich 3 auch nicht. Also setzen wir da und da Schrägstriche hin. Da, wo die Ableitung streng positiv ist, da steigt die Funktion selbst, also hier Pfeil nach oben. Da, wo die Ableitung streng negativ ist, da fällt die Funktion, also hier Pfeil nach unten. Und bei 1,5 ist die Ableitung 0, das heißt die Tangente zum Graph der Funktion ist horizontal. Und daraus können wir schließen, dass der Flächeninhalt von diesem Magenta-Rechteck maximal wird, wenn wir als x-Wert genau 1,5 Meter nehmen. Halten wir das hier fest. Der Flächeninhalt wird maximal dann und genau dann, wenn x 1,5 Meter beträgt. Hier setzen wir also 1,5 Meter, ungefähr so. Und wie hoch wird dann das Zimmer sein? Da steht hier, die Höhe des Zimmers, also y, wird Quadratwurzel von 3 mal dieser x-Wert 1,5 sein. Das bedeutet, dass das Zimmer höher als 2,5 Meter sein wird. Also ist genug Luftraum. Der maximale Flächeninhalt wird also berechnet durch diese 6 Meter, da angegeben, minus 2 mal 1,5 mal diese Höhe, Quadratwurzel von 3 mal 1,5. Der maximale Flächeninhalt ist also gleich zu diesem Bruch. Und dieser maximale Rauminhalt ist dann gleich zu diesem Bruch, Flächeninhalt von dem Rechteck, mal die 11 Länge des Hauses. Und das ergibt dann 85,74 Kubikmeter. Diese beiden seitlichen Ecken könnten als Schränkchen gebraucht werden und diese obere Spitze ebenfalls als Stauraum benutzt werden. Und somit ist die Aufgabe beendet.